wusste gar nicht, dass Kochen auch Spaß machen kann. Alle müssen mitmachen, das ist der Trick, Kim. Cleo tut aber überhaupt nichts. Jemand muss die Aufsicht haben, klar? Ich könnte etwas Hilfe brauchen, Luis. Ich denke, ich möchte lieber bloß zusehen. Oh, du bist süß. Charlotte sagte schon, du bist schüchtern. Komm schon, Luis, sie beißt nicht. Ich muss mir nur noch schnell die Hände waschen. Cleo, bitte. Ich will nichts davon hören, Luis. Du musst mir einfach glauben, es ist nicht zwischen uns. Cleo, bringst du mir mal das Mehl? Entschuldige. Cleo! Wer immer es ist, er soll verschwinden. Was willst du bitte? Ich wollte mich entschuldigen bei dir. Vergiss es. Es ist... bloß Mehl. Nein, nicht deswegen. Wegen des ganzen Abends. Ich wusste nicht, dass Don dein Vater ist. Ich wäre sonst nie hierher gekommen. Du wusstest also Bescheid über meinen Vater und deine Mutter? Ja, ist nichts Besonderes. Sie hat sowas schon öfter gemacht. Oh, wirklich? Tja, wenn du erlaubst, ich wäre jetzt wirklich gern allein. Können wir mal über Luis reden? Ich weiß, dass ihr zwei ein Paar wart, aber... wir haben jetzt oft Zeit zusammen verbracht. Ja, ist mir nicht entgangen. Tja, ich wollte nur wissen, ist das vielleicht ein Problem? Luis und ich sind nur Freunde. Großartig. Das war das Unglaublichste, was ich jemals gesehen habe. Total toll. Schade, dass Cleo nicht dabei war. Ja. Cleo. Was? Das gibt's nicht. Was gibt's nicht? Es handelt sich um einen Notfall. Die Muscheln sehen ja hervorragend aus, Don. Habe ich selbst gefangen. Auf meinem Boot fischen wir nur das Beste. Ist alles Top-Ware. Ich gehe. Nein, es ist besser, ich gehe. Leiste du hier den Damen Gesellschaft. Ja, leiste uns Gesellschaft, Luis. Kommt schon, ihr zwei. Ihr? Tut mir leid, Cleo ist heute Abend beschäftigt. Wir bleiben nicht lange, Mr. Sartori. Näher zusammen? Oh, das ist wirklich ein denkwürdiger Abend. Luis? Leute, hi, wir... Sehen Sie nicht süß aus? Wie kannst du nur, Luis? Wie kann ich nur was? Komm schon, wir müssen jetzt zu Cleo. Und bitte lächeln, ja? Oh, wunderbar, perfekt. Ich kann nicht wieder darunter gehen. Ist schon okay, wir sagen einfach, du fühlst dich nicht und warten, bis sie weg sind. Ist das ein Scherz? Du willst dir das wirklich gefallen lassen? Diese Frau krallt sich deinen Dad und ihre Tochter reißt auch noch Luis auf, ohne dass du was dagegen unternimmst? Was kann ich denn tun? Du bist eine Meerjungfrau. Und das heißt ja wohl, du hast ein paar absolute Superkräfte. Die ahnen nicht, mit wem sie's zu tun haben. Komm schon, habe ich nicht recht? Ja, das hast du. Los, auf geht's. Braucht ihr Hilfe? Ach, Leute, ihr werdet begeistert sein. Annettes geheimes Familienrezept. Ganz köstlich. So süß. Nicht so süß wie Sie, Don. Vielen Dank. Oh nein, die Soße. Oh, die können wir vergessen. Wir haben zum Glück noch einen von Ihren Fischen als Hauptgang im Herd. Oh. Fisch ist ja tiefgefroren. Haben Sie den Herd eingeschaltet? Na klar habe ich das. Ich sehe lieber mal nach. Leute, was immer ihr hier auch treibt, hört auf damit.
Wir wissen nicht, wovon du sprichst, Louis. Ach so, es geht hier um Charlotte, oder? Fein, ich stelle das jetzt endgültig klar. Charlotte, du und ich, wir hatten eine schöne Zeit zusammen, weißt du? Hatten wir das? Ja. Doch anscheinend nimmt das Ganze eine Art Wendung in letzter Zeit. Findest du das? Absolut. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mag. Das tue ich. Ehrlich? Ich hab's gewusst. Cleo, das hier ist nicht so, wie es aussieht. Jetzt funktioniert er. Bitte, Cleo. Das Kochen geht schnell. Wir müssen ihn nur aufgetaut kriegen. Charlotte, hol mir noch etwas Marinade. Ja, klar, Mom. Mein Fisch ist in guten Händen. Wie wär's, wenn wir einfach Pizza bestellen? Wenn Sie Ihren Job auch so machen, können Sie nicht mit mir rechnen. Tut mir leid, bitte. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Don, ich will ganz offen sein. Okay. Nein! Du solltest jetzt auch gehen, Louis. Okay. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ist schon gut, Dad. Wenn sie dich wirklich liebt, dann kommt sie wieder. Mich lieben? Wovon redest du bitte? Du und Annette. Wolltet ihr denn nicht heiraten? Was? Annette ist eine Geschäftspartnerin. Sie war hier, um meinen Fisch zu begutachten. Sie wollte einkaufen. Für ihr Restaurant. Sie hat ein Restaurant? Ja. Es war rein geschäftlich. Aber das hat sich erledigt. Sie will ja nichts mehr mit mir zu tun haben. Das hätte für mich ein Riesengeschäft sein können. Das ist überall hingespritzt. Wie konnte das nur so explodieren? Keine Ahnung. Ich bestell besser mal jemanden, der sich den Herd ansieht. Und den Backofen. Und die Spüle. Dad, ich möchte mich wegen gestern Abend entschuldigen. Ach, das musst du nicht. Ich bin der sich entschuldigen sollte. Ich wollte unbedingt dieses Geschäft abschließen. Ich habe euch einen völlig falschen Eindruck vermittelt. Ihr zwei habt euch doch sicher aufgeregt. Nein, wir fanden das schon in Ordnung, wirklich. Wir haben uns tierisch aufgeregt. Lasst mich mal eins ganz klarstellen. Ihr zwei seid die einzigen Frauen in meinem Leben. Okay? Ja. Okay. Jetzt lasst euch mal drücken. Wie konnte ich mich bloß so irren? Gut, bei deinem Dad hast du dich geirrt. Aber Louis ist ganz klar ein Wurm. Nein, vergesst das mit Louis. Ich bin drüber hinweg. Nein, ehrlich. Ich hab Schluss gemacht. Ich verstehe, wenn er jemand anderen sucht. Selbst wenn dieser jemand Charlotte ist? Ja. Es ist seine Entscheidung. Es ist eine unfassbar blöde Wahl, aber es ist seine Entscheidung. Und was ist mit deinem Dad? Dabei, Leute, brauche ich eure Hilfe. Aus. Denkst du wirklich, dass es funktioniert? Tja, das wird sich gleich zeigen. Ich habe eure Nachricht gekriegt. Worum geht es? Oh, wie beeindruckend. Fest und frisch. Wo habt ihr den her? Von Don Satori. Der frischeste Fisch der Stadt. Sorry wegen gestern Abend. Es war ein Versehen. Verzeihen Sie uns? Tja, das ist genau die Ware, die ich für mein Restaurant suche. Aber garantiert. Sag Don, er soll mich anrufen. Ich bin sicher, wir kommen ins Geschäft.
Gehst du angeln? Ja. Und nein, du kannst nicht mitkommen. Hey, hör zu. Wir müssen mal was klären zwischen uns. Gestern Abend... Schon okay. Du bist noch nicht bereit für was Neues. Weißt du, mein Leben ist ziemlich kompliziert zurzeit. Es ist okay, Luis. Wirklich? Ja, klar. Ich kann warten. Ja, das ist toll. Danke, dass Sie gekommen sind, Annette. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Charlotte?